Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video reden wir auf jeden Fall darüber, dass Fortnite gehackt worden ist gestern. Und was da genau passiert ist, erzähle ich euch jetzt gleich. Doch bevor wir damit überhaupt anfangen, Freunde, lasst mir doch gerne mal einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und Freunde, links unten könnt ihr meinen Supporter-Creator-Code sehen. Den könnt ihr auch gerne eintragen, wenn ihr Bock habt. Wäre auf jeden Fall eine mega geile Sache. Für mich müsst ihr noch nicht mal was kaufen. Tragt den Hauptsache ein. Support ist kein Mod. So, hier an der Stelle würde ich sagen, wir fangen mal direkt an mit dem eigentlichen Video. In dem eigentlichen Video, Freunde, geht es einfach darüber, dass Fortnite gestern gehackt worden ist. Doch nicht Fortnite selbst, sondern Fortnite wurde auf Twitter gehackt. Auf Twitter wurden dann so komische Sachen gepostet und das kann ich euch auch nochmal gleich einblenden. Aber da war dann sowas wie, folgt dem und dem und morgen kommt der, oder heute Abend kommt dann der Ghoul Trooper rein. Dann hat er irgendwelche anderen Leute markiert, hat dann geschrieben, das ist der beste Controller-Spieler. Dann wurde dann auch so andere Sachen geschrieben, wie beispielsweise benutzt den Code von dem und dem und die Leute dachten dann, dass es halt real ist, ne, weil Leute, das ist, kommt halt nicht oft vor, dass so ein riesengroßes Unternehmen auf Twitter gehackt wird. Also die Leute dachten dann tatsächlich, dass das halt so ein, ja, reales Ereignis ist, dass da real geschrieben wird, das ist der beste Controller-Spieler, benutzt den Code blablabla im Shop und da sind dann halt auch Leute hingegangen und haben das wirklich serious genommen. Später wurde das Ganze dann aber halt aufgeklärt, direkt sind die Leaker rangegangen, haben dann gesagt, hey Leute, passt auf, das ist nicht echt, bla bla bla. Und so wurde man dann halt sozusagen informiert. Und ich habe das Ganze gestern Abend auch mitverfolgt und mitbeobachtet und habe dann natürlich halt gesehen, was da zustande kam. Und man muss schon auf jeden Fall dazu sagen, dass es schon belastend ist, wenn man so als großes Unternehmen wie Fortnite gehackt wird, denn das zeigt halt einfach, dass man ja nicht so sicher unterwegs ist. Ihr müsst bedenken, klar, es ist jetzt nicht Fortnite selbst gewesen, sondern Fortnite Twitter, aber trotzdem wurde das Unternehmen ja auf irgendeine Art und Weise gehackt, denn es war nicht Twitters Schuld oder nicht die Schuld von irgendeiner Sicherheitslücke, sondern Leute, es war die Schuld von einem Fortnite-Mitarbeiter. Es gibt nämlich so eine Plattform, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt, aber sie wird benutzt, um darauf so, ja, ich sag mal, Twitter-Posts zu machen und man kann dann Unterkonten für ein Haupt-Twitter-Konto erstellen. So, dass halt einfach andere Mitarbeiter auch auf das Twitter-Konto zugreifen können und halt das ein oder andere Mal vielleicht einen Post raushauen können. So war es dann halt natürlich, dann sind halt diese Mitarbeiter hingegangen, haben sich da halt eingeloggt und ein Mitarbeiter hatte halt ein nicht so sicheres Passwort und wurde irgendwie so hops genommen. Also der hat irgendwas da falsch gemacht und dann hat er halt das vermasselt und dann wurden die halt dadurch gehackt. Und nachdem das dann halt passiert ist, haben die direkt eine Warnung gegeben, hey Leute, wir sind wieder back, bla bla bla, dies, das, Ananas und alles war wieder in Ordnung. Und natürlich die Leaker haben auch immer geschrieben, hey Leute, das Ganze ist jetzt vorbei. Sie haben das Passwort geändert, bla bla bla, sind jetzt wieder auf der geschützten Seite. War auf jeden Fall echt interessant mitzusehen und das zeigt uns einfach auch, dass wir hier in der aktuellen Welt immer noch so Sachen hacken können oder dass irgendwelche Leute da draußen andere hacken und deswegen ist es auch vor allem wichtig, dass ihr hingeht und die zweistufige Verifizierung aktiviert, weil, Freunde, ich möchte nicht, dass ihr auch irgendwie euren Fortnite-Account verliert, weil ihr wisst selber, es gibt sehr viele da draußen, also die Frage ist, Freunde, wie ich gerade gestorben bin, das war sehr interessant, das sah so aus, als ob ich auf dem Boden, auf irgendwas Unsichtbares geklatscht bin, aber ich bin ja auf diese Laterne hier geklatscht. Naja, ja, was ich sagen wollte ist, dass ihr auf jeden Fall eure Accounts schützen solltet, denn man weiß nie, wann die Leute zuschlagen, öffnet keine Mails, die nicht vertrauenswürdig aussehen und seid lieber auf der sicheren Seite, anstatt dass ihr dann halt im Endeffekt dann sozusagen abgezogen werdet. Darüber wollte ich einfach ganz kurz ein Video machen und euch auf dem Laufenden halten. Es gibt auf jeden Fall noch heftigere Neuerungen. Morgen früh wird dazu ein Video kommen, denn es wurde etwas Heftiges angekündigt. Und ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, was da auf uns zukommt. Und das soll es auf jeden Fall soweit gewesen sein. Wenn ich nähere Informationen habe, melde ich mich nochmal bei euch. Dann würde ich sagen, Leute, haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps. Bis zum nächsten Video.